30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, hä? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Das Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Resident Evil 4 Remake. Nun endlich in der Release-Fassung. Wir haben ja schon die Chainsaw-Demo hier auf dem Kanal gespielt. Die war schon recht beeindruckend gewesen, muss ich sagen. Da habe ich auch schon einiges dazu gesagt. Eben Resident Evil eigentlich der Klassiker unter den Resident Evils, für die meisten jedenfalls. Einigen gefiel es natürlich auch nicht, aber so ist das halt immer. Auf jeden Fall hat Resident Evil 4 damals die Serie revolutioniert, so ein bisschen.
Und wie weit ist er denn gegangen? Ja, sieht zum Teil noch ein bisschen düsterer gemacht. Und so wie das Ganze ja aussieht, hat man sich jetzt noch gedacht, so hey, der Teil, der war ja schon düster genug und wir haben ja so ein paar richtige Schocker mittlerweile mit Teil 8 und 7 im Portfolio. Dann machen wir das hier halt auch noch mal ein bisschen schlimmer. Ein bisschen mehr in Richtung Torture Porn. Okay. Das ist alles immer noch genauso wie in der Demo. In der Demo habe ich wohl auch ein bisschen was übersehen, glaube ich, gleich in der Hütte. Da können wir definitiv uns gleich nochmal umschauen. Naja, und ansonsten freue ich mich wirklich sehr, 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 dass das Spiel jetzt draußen ist. An der Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Dank an Capcom, die mir das Ding hier frühzeitig zur Verfügung gestellt haben. Also ich darf schon pre-recorden, was mir sehr in die Karten spielt, sage ich mal. Und natürlich versuchen wir, das Ding hier durchzuzocken. Ich hoffe mal, also bis jetzt sieht es so aus und die Demo sah auch so aus. Ich hoffe mal, dass das hier endlich mal wieder ein sauberer PC-Release ist, weil viele Spiele in der jüngeren Vergangenheit, gerade die PC-Version, waren definitiv nicht glatt gebügelt. Und wie gesagt, die Demo, die sah ganz gut aus. Das Einzige, womit ich in der Demo ein bisschen Probleme hatte, war Raytracing. Das können wir hier aber in der Release-Version natürlich auch noch mal versuchen, das noch mal wieder anzudrehen. Ich habe hier jetzt alles auf maximalen Einstellungen in 2K und habe das Raytracing ausgelassen. So. Das können wir aber, wie gesagt, natürlich auch noch mal austesten, ob da noch irgendwas geht. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Weißt du Bescheid? So, Feuer ist da immer noch an. Ja, das ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen schade ist. Natürlich kennt man diesen Part hier aus der Demo noch. Wobei, es war ja jetzt schon zwischensequenztechnisch ein bisschen mehr drin als in der Demo. Finde ich sehr schön, dass man da eben nicht den kompletten Anfang gespoilt hat. Natürlich kennt man das auch alles teilweise aus dem Original von damals. Aber hatte ich ja schon im Demo-Video gesagt, es ist so lange her. Ich kann mich wirklich nur noch rudimentär an dieses Spiel erinnern. Was mir wiederum in die Karten spielt, weil dadurch fühlt sich das Remake doppelt frisch für mich an. So. Und jetzt schauen wir mal, was es hier neben Bärenfallen noch so zu sehen gibt. Sorry, dass ich so reinplatze. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Porque en los brazos. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Hat's mir auch schon in der Demo nicht. Auch hier nochmal blitzsauberer Kick. Blitzsauberer Kick. Da war das Genick durch. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castaño. Polizeibeamter. Das ist doch der Kollege, den wir suchen. Und wir hatten da eben geschrien. So, warte mal. Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um, weil hier gibt es auf jeden Fall noch ausgeweidetes Karnickel, was durchaus lecker ist. Und natürlich haben wir hier noch einen sehr leckeren Eintopf, auch nicht zu verachten. Ich weiß, eigentlich müssen wir in die andere Richtung, aber... Ich wollte einfach noch mal gucken. So.
Ab in den Keller. Möge der Spaß losgehen. Ich hatte tatsächlich, fällt mir gerade ein, beim ersten Anspielen der Demo so ein bisschen Probleme mit dem Pad gehabt, dass das nicht richtig erkannt wurde. Mittlerweile geht's. Also ich habe hier so einen Xbox-Controller von Razer am PC angeschlossen. Und da gab's irgendwie in der Demo ein bisschen Probleme. Übrigens hier sehr lecker. Hallo, Dicker. Jetzt, hier in der Release-Version, läuft alles hervorragend. Also jedenfalls, was das Pad angeht. Na, wer ist denn da? Den hey. Kennen wir doch. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Verdammt nochmal unzugenäht. Was ist hier los? So. Jetzt wird's hektisch. Warte mal. Nee. Ja, der ist Totex. Ich weiß auch nicht, ob das... Was war das? Wir schauen mal. Wir schauen mal, was so geht und was nicht geht. Wie gesagt, irgendjemand hatte mir unter dem Demo, unter der Chainsaw-Demo, unter das Video, geschrieben, dass ich irgendwas im Haus vergessen habe. Oh nein! Wie viel Schuss wollen Sie verbrauchen? Langsam ist es nicht mehr witzig. Ja. Okay, ich habe noch schlechter abgeschnitten als in der Demo, ey. Ach, das ist ja schon wieder Kacke. Also ich meine, mir hat irgendjemand geschrieben, dass man hier noch die Schrotflinte im Haus kriegen kann oder so. Ich... das ist der Ausweis. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Oh, oh, okay. Und ich habe auch irgendwie jetzt gerade keinen Bock, mich hier mit dem anzulegen. Ach, warte mal, jetzt verstehe ich's. Der Typ hat die Schrotze, oder? Nee, der hat eine Axt in der Hand. Hm. Also, falls ich hier irgendwas übersehen habe, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich werde es mir definitiv in diesem Durchgang nicht mehr im Nachhinein holen, aber dann weiß ich für einen eventuellen zweiten Durchlauf, wo ich hier was vergessen habe. So. Hier ist jetzt der Tanz eh gleich vorbei. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setz mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Immer gut, wenn die Gäste den Weg selbst rausfinden. Das spart eine Menge Arbeit. Aber dass er hier unten denn
so entspannt unterwegs sein kann, zeichnet ihn schon als Badass aus. So. Ich brauche definitiv Munition, aber ich glaube, vor der nächsten Begegnung kriegen wir definitiv welche. Warte mal. Nee, hier war, glaube ich, noch nicht das Bärenfallengebiet. Das kommt gleich erst. Batz! Das war der Genickbruchkick. Damit kriegst du alles kaputt. Selbst massiven Fels. So. Ah, und warte mal. Jetzt können wir bestimmt, im Gegensatz zur Demo, können wir hier speichern. Es ging nämlich in der Demo nicht und da habe ich schon sehr richtig vermutet, dass es daran lag, weil es eine Demo ist. So, außerdem haben sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen. Ah, okay, hier ist alles drin. Aufbewahrung, da könnten wir jetzt das quasi als Kiste benutzen, Koffer anpassen. Die Fundrate für Pistolenmunition, was? Koffer wechseln. Ah, okay, es gibt verschiedene... Guck mal, das ist mir alles nicht mehr geläufig, ob es das so im Original auch gab oder nicht. Original damals auf dem GameCube. Ich selber hatte keinen. Ein Kumpel von mir aber. Und da haben wir es dann gespielt und später kam es dann ja auch für sämtliche andere Konsolen raus. So, hier hören wir schon was grunzen und labern. Ja, das ist schon mal der erste Hinweis, dass wir ab demnächst auf unsere Füßchen aufpassen sollten. So. Wenn ich mich jetzt ein bisschen gescheiter anstelle, dann kann ich vielleicht die verballerte Munition von eben wieder reinholen. Ich befürchte es aber nicht. Also ich habe ja schon öfter gesagt, für gutes Gameplay schauen Sie bitte einen anderen YouTuber. So, warte mal. Da hinten. Alter! Okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt richtig klug gewesen. Alter, es hat gut angefangen. Gibt's hier auch eine Ausweichtaste oder sowas? Batz. Fresse. Ja. Es war nicht. Es hätte besser laufen können, sagen wir es so. Es hätte definitiv besser laufen können. Oh, ich werde in dem Spiel noch so Schwierigkeiten kriegen, glaube ich. Irgendwo grunzt es hier auch noch. Und hier jetzt, Obacht. Ich bin mir relativ sicher, dass hier irgendwo eine Bärenfalle war. Wahrscheinlich renne ich gleich mitten rein. Da! Da ist sie. Oh. Es muss hier doch eine Ausweichtaste geben. Oh, die hätte ich ihm aus der Hand schießen können. Habe ich aber nicht. Beziehungsweise die kann man, wenn mich nicht alles täuscht, sogar im Flug noch wegschießen. Ja, Blendgranate brauchen wir gerade noch nicht. Munition. Sonst war hier nichts. Nixen. Wirklich nichts? Okay. Diesmal haben wir auch gesehen, wo der Kopf herkam. Und
jetzt wird's Rabiator. Ach du Scheiße. So viel zu unseren Kopffreunden. Oh, und jetzt kommt gleich die erste richtige Terrorstelle des Spiels. Fand ich in der Demo schon sehr aufreibend, die Verfolgungsjagd durchs Dorf. Warte mal. Okay. Wir sneaken erstmal so lange wie geht hier durch die Gegend, um vielleicht noch ein, zwei Sachen abzugreifen. Bisschen Pistolenmunition. Schadet ja nicht. Die eine Dame da vorne, die können wir auf jeden Fall hinterrücks gleich nochmal wegmachen. Sneaky, 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 sneaky. Okay. Haben wir nochmal Schießpulver. Wir können auch gleich nochmal eben... Bats! Seidenkristall. Den gab's in der Demo nicht. So, Objekte herstellen. Das kennen wir alles. Wenn wir Dinge kombinieren, stellen wir dadurch andere Dinge her. Die Schnellauswahl... brauchen wir noch nicht wirklich. Machen wir hier mal eine schöne dicke Kräutermischung draus. Ich weiß gar nicht, können wir hier noch was machen? Nee. Können wir aus dem Schießpulver noch was machen? Nee. Okay. Gut. So sei es. Dann geht jetzt gleich die Action los. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon ein Kraut einwerfen soll, weil wir mit Sicherheit... nicht mehr ganz so viel aushalten werden und gleich mit Sicherheit auch ein bisschen was einstecken werden. So, da um die Ecke steht auf jeden Fall der erste El Hosho. So, wir können noch mal gucken. Ich finde es ja sehr freundlich, dass die überhaupt nicht interessiert, dass wir hier Kisten zersmashen und so. So, und jetzt, meine lieben Freunde, geht die Action los. Ich habe mir schon die Hand ein bisschen wund gespielt. Wie kommt das denn? Oder ist das einfach, sind das Alterserscheinungen? So, der wird uns gleich sehen. Ich weiß auch nicht, was das Gescheiteste ist. Ob wir einfach wegrennen oder ob wir kämpfen. Keine Ahnung. Dem verpasse ich auf jeden Fall eine. Ganz ehrlich, das war doch gerade wieder in einen unsichtbaren Pixel reingeschossen. Oder habe ich tatsächlich so beschissen gezielt? Ich will es nicht wahrhaben. So. Was haben wir da? Was war das denn? So, warte. Bevor wir weiterrennen, mal eben ganz kurz für die Doofen. Steuerungseinstellung. Nachladen, hocken, rennen. Rückziehen, Messer zücken, parieren. Okay, LB. Ist LB denn vielleicht eventuell auch ausweichen? Ich hätte es nicht ausprobieren sollen. Okay, es wird Zeit. Ah, verdammt! Komplett verklickt. Ja, ja, ja. Was haben wir da? Kräutermischung. Damit zieht er das Messer, aber wie kann... Es muss doch eine Möglichkeit geben, so einen Dodge zu machen, oder? Oder ist es jetzt zu viel verlangt? In meinem jugendlichen Leichtsinn. Hier denn?
Jetzt bin ich wahrscheinlich in die Todesfalle gelaufen, oder? Ja. Oh mein Gott. Ah, fuck it. Hier in so einer Situation, man muss doch dodgen können. Das gibt's doch nicht. Ey, der Kettensägen-Typ war noch nicht mal da. Das kann ja was werden. Hier geht's, glaube ich, rein und raus. Papagallo. Oh Gott. Okay. Moin. Habe ich richtig Bock drauf jetzt. Da trocknen einem direkt die Kontaktlinsen im Schädel aus, ey, wenn du so guckst. Ich habe auch absolut keine Ahnung, ob man das in irgendeiner Form beeinflussen kann, dass die Glocken läuten. Oder ob man nur eine bestimmte Zeit hier rumrennen muss. Mich interessiert immer noch dieses Kletterpflanze da. Alter. Ja, war klar. Hier, friss. Geht nicht. Habe ich noch irgendwas, was heilen kann? Ich habe noch ein Heilspray. Mir fehlt echt die Dodge-Taste. Die fehlt mir so hart. Vielleicht kann ich da nur hochklettern, wenn ich nicht renne oder so. Heiliges Kanonenrohr. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe noch ein Messer irgendwie zum Instant Kill, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich komme hier nicht durch. Ey! La Campana. Puh, das war Rettung in letzter Sekunde. Jetzt schwitze ich aber. Und damit sind wir auf jeden Fall am Ende der Demo angekommen. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Nee, zum Bingo wollen sie nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Huh, meine Güte, das war jetzt knapp. Komm, Kanda One. Es gibt eine Route zum See.
Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Okay. Oh, diese Leute sind krank. Karte aktualisiert zum Seegehen. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal, das war hinter dem Haus hier, das Kletterding da an. Ach, das geht nur, wenn du zu zweit bist. Alles klar. Hab's verstanden. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal weiter, als die Chainsaw-Demo lief. Das freut mich. Da geht nichts mehr. Hier in dem Haus haben wir bestimmt auch noch ein bisschen was übersehen eben. In dem Stress, in den Kirchturm da können wir gleich auch noch mal reinklettern. Eine Handgranate, die hätte ich eben gut gebrauchen können. Aber ich frage mich immer noch, also das mit dem, oder bin wahrscheinlich zu verwöhnt von anderen Spielen, aber mir war so, als ob man hier dodgen könnte. Naja, es ging ja auch so, ich habe es ja jetzt nicht wirklich außer in ein, zwei Situationen gebraucht. Auf jeden Fall eben die letzte Situation, die war dann doch, möchte ich mal behaupten, arg brenzlig gewesen. Ach hier. Stimmt. Wir hätten uns ja auch noch verbarrikadieren können. Stimmt, das war ja damals auch eines dieser Features, die einfach so fresh waren. Damals jedenfalls noch. So, gehen wir nochmal hier hoch gucken. Ah, okay. Okay, da ist die Schrotze, die man mir... gut, dann habe ich das in dem Kommentar falsch verstanden. Die Schrotflinte, von der ich gedacht hätte, weil der Kommentarverfasser, glaube ich, von dem verfallenen Haus geschrieben hatte, bin ich vom ersten Haus ausgegangen und habe immer gedacht, so, hä, wo habe ich da denn noch was übersehen? Verflucht nochmal, aber... Jetzt wird ein Schuh draus. So. Laufen wir hier nochmal ein Baiten rum. Haben wir nochmal einen Seidenkristall. Ach, wenn die Viecher hier weg sind, dann ist es auch echt viel schöner. Wobei ich an seiner Stelle, wenn ich jetzt tatsächlich in seiner Situation wäre, in Leons Situation, würde ich hier, glaube ich, ganz schnell einen Schuh machen. Weil wer weiß, wie lange die Andacht da dauert. So, ich habe bestimmt noch irgendwo was übersehen, bin ich mir relativ sicher. Hier vielleicht sogar. Okay, da ist dicht. Ach, das war das Ding hier, ne? Kommen wir nur zu zweit rein. Okay. Dann sei es so. So, Karte. Karte, Karte. Die Karte, wenn sie sich einmal verlaufen haben, ja, ist klar. Kartenbenutzung kennen wir. Da haben wir noch eine verschlossene Schublade, aber kein Dietrich. Wand mit Durchbruch. Wand mit Durchbruch. Na, egal. Ist sich egal. So, wir sollen zur Windmühle laufen, ne? Das sieht irgendwie pauschal erstmal nicht nach Windmühle aus. Da in den Turm können wir noch rein. War in der Demo immer ein gern genutzter Fluchtpunkt für mich. Genau. Hat sich dann aber mal als nicht so klug herausgestellt. Hier in der Ecke standen wir auch oft rum. Haben wir da noch irgendwas übersehen? Da geht's auf jeden Fall in Gulli. Und da gibt's noch ein grünes Kraut. So, das hat sich doch gelohnt. Lecker, lecker. Habe ich gerade blaues Kraut, grünes Kraut? Da habe ich graues Kraut, so man weiß es nicht, Alter. So, da drinne, da lagen noch Peseten. Da haben wir noch was. Ein Rubin, Alter. Da können wir aber schön etwas buyen. Da ist nichts. Da ist noch eine Hütte. So, wie gesagt, mit Sicherheit noch was übersehen im Dorf, aber ich finde, wir haben hier gut abkassiert. Jetzt können wir mal gucken, wo es weitergeht. Ein Speicherpunkt fände ich ganz sexy.
ist sie. Nice. Als ob sie mich gehört hätten. So, Pistoleri Munizione. Und speichern. Ach Mensch, herrlich. Also bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Auch wenn ich ein bisschen dumm bin und nach Dodge-Möglichkeiten suche. Hey, ich bin ein alter Mann. Ja, nehmt es mir nicht übel. Also, gefällt mir gut. Macht definitiv richtig Bock. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit von der Partie, wenn es zur Mühle geht. Und mit Sicherheit noch haariger wird als in dieser Episode. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.